So, mein Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Jetzt ist mir gerade mal aufgefallen, dass mein Aufnahmeknopf auch gleichzeitig der Waffenwechselknopf scheinbar ist. Und ja, jetzt müssen wir hier runter. Nein! Warum macht sie das? Aua! Ja, den Tod hast du dir verdient, Mäuschen. Wirklich. Okay. Gut, dann machen wir es nochmal. Aber scheinbar kein Checkpoint. So, Kiste Nummer 1. Und mal Kiste Nummer 2. Hier auf jeden Fall nicht. Ja, und für die, die mich gerne sterben sehen, wie gesagt, also habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, am Ende dieser Folge gibt es dann einen kleinen Zusammenschnitt von Ton. Gerade mal einfällt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich hier an dieses Zeug rankomme. Das bleibt einfach mal so. Okay. Ah, mein Gott, Mann! Wo kommst du denn her? Kleines Miststück. So. Falsch. So, hopp und hopp und hopp. Ja, hopp, 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 hopp. Warte mal, ich habe hier unten noch nicht alles abgesucht. Ich bin der Meinung, gab es nämlich auch irgendwo noch ein Medikit. Ich weiß, dass ich diese demnächst gut gebrauchen kann. Ruckelt, aber es ist machbar.
So, erstmal hier ein bisschen Wasser reinlassen. Und ja, ich muss zugeben, dass ich dieses Level noch ein wenig in Erinnerung hatte von damals, wo ich es das letzte Mal gespielt hatte. Und noch genau wusste, dass ich dieses Teil hier reinkriegen musste. Nein! Zieh, Junge, zieh, Mädchen. Nein, nicht greifen, du sollst da. Du sollst das ruhig nehmen. Los. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen und stopp. So, jetzt muss ich wieder hochklettern. Und ich hoffe, ich krieg's auch wieder diesmal so gut hin wie beim letzten Mal, weil da bin ich hier einfach hoch. Ich finde diesen Weg nämlich ehrlich gesagt leichter als den anderen, weil ich da so oft verkackt bin, dass ich das. Diesmal so. Wieder mache. Ich bin da so abgeschreckt von dem anderen Weg. Das ist so furchtbar. So, jetzt machen wir hier mal das erste Mal voll. Sagen, hier muss doch irgendwo das Teil sein, aber da ist es. Somit ist dieses Level beendet, denn hier sind wir schon bei Teokans Grab. Ja, verabschiede mich jetzt einfach mal, denn jetzt kommen jetzt noch, genau. Der Meini redet wieder Schwachsinn, wie immer. Jetzt kommen für euch die Outtakes, ein paar Ausraster, ein paar Tode und damit strecken wir die Folge noch ein bisschen. Wie gesagt, etwas kürzer als gewohnt, etwas kürzer als gewollt. Allerdings ist dieses Level, beziehungsweise sind diese beiden Level im Original deutlich, wirklich deutlich umfangreicher. Da komme ich einfach mal auf die drei- bis vierfache Spielzeit, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, ihr habt Anniversary wird geschnitten wie das Original. Oder ähnlich. Ja, jedenfalls geht's jetzt mit den Outtakes weiter. Wünsche ich euch viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal, wo wir Teokans Grab plündern. Bis dann, der Milo. Ciao, ciao! Was ist das hier, Ägypten oder was auch immer Level durchgespielt habe?
So, das meine ich. Madame stirbt. Ich habe den Stick nach links gedreht, sodass sie sich dahin wendet. Und ich habe keinen Bock, das Krokodil schon wieder zu töten. Denn sonst werde ich wieder wütend. Es ist einfach so. Und diese Schatten stimmen mir wirklich überhaupt nicht. Nein, das meine ich. Das hat sie gestern auch gemacht. Und ich weiß nicht warum. Warum springt sie so blöd? Wenn sie da lang springen soll. Wenn ich so drücke, dass sie da lang springt, dann macht sie es nicht. Wenn ich aber nicht will, dass sie da lang springt, dann macht sie es. Ich glaube, die hat ihre Tage. Nein, das wäre ein bisschen frauenfeindlich, war. Haha. Der Schwule ist frauenfeindlich. Hui. Spring doch mal da rauf, Mann. So soll das sein. Ich schüttel einfach nur noch mit dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, was sie da macht. Vor allem, mich nervt es auch, dass ich immer nur noch da unten starte, weil dieser Checkpoint hier oben irgendwie nicht mehr da zu sein scheint. Warum auch? Vielleicht sollte ich, wenn ich oben bin, einfach mal speichern. Vielleicht hilft das ja. Geht hier speichern überhaupt? Ja, speichern geht. Und sie springt wieder daneben. Hass. Wirklich Hass. Ich sitze seit 8 Minuten, 7,5 Minuten an derselben Kackstelle, weil Madame immer daneben springt. Nein, du sollst da nicht lang springen, Mann. Wirklich, da kommt wirklich Hass auf. Einfach nur Hass, Hass, Hass. Was macht sie da? Was macht sie da? Wirklich, wie kann sowas sein? Nein! Bleib tot! Bleib tot! Wirklich, wie kann man? So, sie hat es geschafft. So gut wie 10 Minuten, selbe Stelle. Weil Madame nicht springt, wie ich es will. Wie ich sie steuere vor allem. Ist ja nicht nur so, dass ich so ein paar Gedanken steuern will, sondern ich steuere sie mit dem Gamepad. Ich drücke die Knöpfe so, wie sie springen soll. Nein, die springt schon wieder daneben, Mann!
Ey, wirklich, ich habe dieses Spiel nicht so buggy und laggy in Erinnerung, wie es hier ist. Auf der PlayStation lief es flüssig, auf der PlayStation. Oh, das ist hier eine Stelle, wo ich ständig runterklatsche, weil Madame hier falsch springt. Ich habe sie nach weiter rechts gesteuert und sie springt nach links. Und wenn ich es dann noch oben geschafft habe, werde ich erstmal speichern, in der Hoffnung, dass ich dann da weitermachen kann. Jetzt muss ich einmal tief durchatmen. Puh. Aber wirklich, ich habe gerade 10 Minuten wieder nur hier dran gesessen, dass ich hier irgendwie hochkomme und bin ständig nur gefallen, weil Madame nicht springt, so wie sie soll. Nein, sie springt schon wieder an jemanden! Das kann's doch nicht sein! Wirklich, dieser scheiß Bildschirm dreht sich mit und dann läuft sie einfach in die falsche Richtung. Vielleicht hätte ich die Folge auch einfach oben anfangen sollen und dann da. Oh, ich habe gleich schon wieder die Schnauze voll. Ich mach gleich schon wieder aus. Da fällt heute die Folge aus. Wirklich. Warum quält man einen so? Das müsste ich mich vielleicht mal belesen. Und jetzt sind wir hier und es kommt kein Speicherdings. Also speichern wir mal von Hand. So. Speichern erfolgreich. Okay. Und sie springt daneben. Und ich bin schon wieder hier unten. Ich lade mal. Warum bin ich immer noch hier unten? Warum? Warum quält dieses verfickte Spiel mich so? Dieses Speichern bringt denn wirklich gar nichts. Oh, das war knapp. Mann, spring doch mal richtig! Ich habe nach rechts gesteuert. Ich kann das nicht mehr, Mann, Alter. Ja, wirklich, da stoppe ich die Aufnahme. Wirklich, ich nehme die ganze Zeit auf. Verkacke die ganze Zeit. Stoppe die Aufnahme und dann kriege ich es in einem Zug durch. Stirbt sie hier schon? So tief war's. Okay. Oh, ich wollte gerade kurz mal Hass kriegen, weil ich dachte, ich bin hier. Muss jetzt schon wieder hochklettern. Oh Gott, ey. Paar Schmerzen hast du dir verdient, Lara.